Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Konzert heute. Mein Name ist Anna Korondi und ich unterrichte an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein und wir haben uns mit sehr viel Arbeit, mit großer Freude und Spannung auf den heutigen Abend vorbereitet. Im Kurs Zeitgenössische Musik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler haben wir anlässlich des 100. Geburtstages von György Ligeti uns mit seinem Vokalwerk auseinandergesetzt. Da wir zurzeit glücklicherweise einige ungarische Studentinnen an der Hochschule haben, hatten wir auch die Gelegenheit, die früheren Lieder in der Originalsprache zu studieren. Und wir werden das auch aufführen. Wir haben das Programm mit Zeitgenössen erweitert, die kompositorisch auf ähnliche Weise unterwegs waren. Wir bedanken uns sehr beim BKA-Theater, dass wir hier sein dürfen und wir freuen uns sehr auf diesen Abend. Wir wünschen Ihnen hier im Saal und alle, die per Livestream unterwegs sind, viel Vergnügen, viel Freude. Schönen Abend. Thank you.
schönen guten Abend auch von mir. Ich sage ein paar Stücke an und ein paar Worte zu den Stücken. Giorgi Ligeti hat innerhalb seines vokalen Schaffens mehrere stilistische Wandlungen durchlebt. Und Sie werden davon einige bestimmte Punkte heute hören. Die folgenden zwei Stücke, die allerdings nicht von Ligeti sind, haben Bezüge zu Ligeti. Und zwar darin, Ligeti schrieb 1964, 1962 die Aventüre und die Nouvelle-Aventüren. Und in diesen Stücken probierte er neue Effekte für Gesang aus, probierte aus, was man mit der Stimme machen kann, ohne den klassischen Gesang zu benutzen, und hat auch in den Instrumenten experimentelle Klänge erfunden und verwendet. Und in dem ersten Stück jetzt von Iris Siggi, das ist ein Zyklus, der heißt Hessisch bitte 1, wir werden die ersten drei Stücke hören, da macht Iris Siggi etwas Verwandtes, denn sie musikalisiert das Summen, das Sprechen und einige andere Sprecheffekte. Wir können heute leider nur die ersten drei Stücke zeigen. Der ganze Zyklus baut das immer weiter auf, sodass zu dem klassischen Gesang, der auch in diesen Stücken vorhanden ist, eben andere Ebenen dazukommen, die auch bei Ligeti schon in einer ähnlichen Form probiert wurden. Natürlich hier auf eine ganz persönliche andere Art und Weise. Und das darauffolgende Stück ist Herzfalter von Charlotte Seiter. Und in diesem Stück können Sie hören, wie die neu gewonnenen Klänge im Klavier eine Rolle spielen, sich verweben mit den Tönen, die sonst stattfinden. Und darüber schwebt der Tenor in einer ganz anderen Atmosphäre, fast entfernt über diesem Teppich von Klängen. Thank you.
Oh, no.
Ja. Die nächsten zwei Lieder sind von Sidney Corbett aus einem dreiteiligen Zyklus, der heißt Cordelia's. Nee. Love and Be Silent heißt er, und die beiden Stücke heißen Cordelia's Lament. Corbett ist ein Schüler von Giorgio Ligeti und er teilt mit ihm unter anderem die Vorliebe für sehr komplizierte, sehr spannende rhythmische Organisationen, und Sie hören hier auch in den beiden Liedern etwas wieder, was Sie zu Anfang gleich in dem Sommer von Ligeti hören konnten, nämlich dass ein Stück über hinunterlaufende Skalen aufgebaut wird. Natürlich ist das in diesen Stücken sehr persönlich und anders, aber auch das ist ein Bezug zu Ligeti. Die Texte in dem Fall Cordelia's Lament sind aus dem Lear von William Shakespeare, und es gibt einen Berliner Komponisten, der kürzlich verstorben ist, Aribert Reimann, der eine sehr berühmte Oper über Lear geschrieben hat, und wir möchten unsere Aufführung auch ein bisschen als Tribut an Aribert Reimann verstanden wissen. Ja, gerne. Darauf folgen drei der Alexander-Lieder von Wolfgang Riem. Alexander ist ein Dichter, der eigentlich Ernst Herbecke heißt, und der hat sein halbes Leben in der Psychiatrie verbracht. Seine Gedichte entstanden, weil ihm sein Arzt irgendwann kam auf die Idee und gab ihm Stift und Papier und gab eine Überschrift. Der Fremde, schreib mal Der Fremde. Und schon entstand ein Gedicht von Alexander, Der Fremde. Das heißt, die Überschriften wurden ihm immer gegeben und er hat dazu Gedichte geschrieben, hat sie einmal geschrieben und dann auch nie wieder angeschaut. Und in den 60er Jahren wurden zwei Gedichtbände von Alexander veröffentlicht und die machten regelrecht Furore und sind von einigen Komponisten vertont worden, unter anderem von Wolfgang Riem. Und das geheimnisvoll Wahre, was in diesen etwas seltsamen Texten steckt, das ist für uns ein Bezug zu Ligeti, der auch immer auf der Suche nach etwas absurden Texten war, etwas symbolistischen Texten mit viel Geheimnis, um Platz für die Musik zu haben.
Thank you.
Sie haben zu Beginn von Jerzy Leggetti den Sommer gehört. Das Lied stammt aus dem Jahre 1984. Wie schon gesagt, durchlebt Leggetti viele Stilwandlungen oder mehrere Stilwandlungen. Und wir kommen jetzt zu sehr frühen Liedern. Und das dürfte die Leggetti-Kenner unter Ihnen vielleicht sogar überraschen, was Sie da jetzt hören werden. Zum einen gibt es Harum Wirre Stahl, ich spreche das bestimmt falsch aus, von 1950. Und hier greift er nicht zum ersten Mal, das hat er vorher auch in Chorwerken schon getan, auf einen ungarischen Dichter namens Sándor Vörös zurück. Und dieser Dichter beschäftigt ihn Leben lang. Es gibt mehrere Gedichtzyklen, die er vertont, und selbst das letzte Werk, auf Deutsch genannt mit Pfeifentrommeln und Schilfgeigen, was wir hier vor 3-4 Wochen sogar hören konnten im BKA. Selbst das letzte Werk bezieht sich noch auf Texte von Sándor Vörös. Was ihn dabei wohl sehr interessiert hat, waren die leicht symbolistischen, etwas seltsamen Gedankenwelten, die da eine Rolle spielen. Davor hören Sie aber 4 Hochzeitstänze. Das sind Volksliedbearbeitungen. Volksliedbearbeitungen gehörten bei Komponisten aus Ungarn, Rumänien, in der Nachfolge Bartoks und Kodály sozusagen zum Muss. Das hat man in der Ausbildung gemacht und man hat ein großes Interesse, die eigene Volksmusik auch mit Begleitung und Bearbeitung zu versehen. Diese 4 Hochzeitstänze, da schließt sich auch in gewisser Weise der Kreis zum verrückten Herdecke, weil manche Menschen empfinden ja das Heiraten an sich schon als irgendwie wahnsinnig. Und das
So, wir hören jetzt als letztes zwei der Materiale für 6 Stimmen. Die sind ursprünglich geschrieben worden für die King's Singers aus dem Jahr 1988, also ein relativ spätes Werk. Schon in seiner großen Oper Le Grand Macabre hat Ligeti einen Text des absurden Theaters vertont, also auch hier wieder etwas seltsame Texte, und das hat er hier auf eine ganz andere Weise noch gemacht. Er hat sich teilweise an barocken Gedichten bedient, teilweise hat er einfach nur das ABC vertont oder irgendwelche Kinderreime, und es kommen einige Texte von Lewis Carroll aus Alice im Wunderland vor, was übrigens ein Opernprojekt von Ligeti war, was er dann nie verwirklicht hat. Bei den Madrigalen sind die Texte sehr leicht und sehr verspielt. Es geht um dieses Kunstabsurde, was dann eine Tiefe herstellt, ohne dass sie sie beabsichtigt. Er macht das hier auf eine hochartifizielle Art und Weise. Sie werden hören, dass die Sänger teilweise die Texte parallel singen und sogar in verschiedenen Tempi. Viel Vergnügen. Cuckoo said the old pear tree, cuckoo. Raining or snowing, not cared he, cuckoo, 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 not cared he, cuckoo. The cuckoo flew over a house top high. Cuckoo, 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 cuckoo,
your father's only son. Oh, it must be.